Ja. Also, Gebärdensprache ist die schönste Sprache der Welt. Wir sind heute beim Diplomstudiengang Gebärdensprachdolmetschen an der Fakultät Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation. Wir sprechen mit Frau Ines Schütte. Sie ist Lehrkraft für besondere Aufgaben mit dem Schwerpunkt Deutsche Gebärdensprache. Zusätzlich werden wir von Frau Isabel Göpfert unterstützt, die uns bei der Übersetzung hilft. Frau Schütte, wie sind Sie zum Gebärdensprachdolmetschen gekommen? Ich bin gehörlos. Ich bin auch gehörlos geboren und aufgewachsen. Meine Sprache ist die Gebärdensprache. Viele Hörende wissen gar nicht genau, was die Gebärdensprache ist und können sich das nicht vorstellen. Auch die gehörlosen Kultur und das Leben Gehörloser, wie die ganze soziale Schiene abläuft und so, ist oftmals unbekannt. Es gibt in Deutschland Gebärdensprachdolmetscher, aber leider noch nicht allzu viele. Hinzu kommt, dass wenn die Gebärdensprachdolmetscher vorhanden sind, oftmals Qualitätsunterschiede sichtbar werden, also oftmals auch Mangel entsteht. Deswegen unterrichte ich hier im Studiengang Diplom-Gebärdensprachdolmetschen, um diese Situation zu verbessern. Und zum einen möchte ich gerne, dass mehr Gebärdensprachdolmetscher in die Welt hinausgehen und dolmetschen und auch bestmöglich und sauber übersetzen. Und dass auch die Kompetenz in der Gebärdensprache und im Deutschen vorhanden sind. Für Hörbehinderte wie Gehörlose, Schwerhörige, CI-Träger und so weiter wäre das eine barrierefreie Kommunikation, wenn mehr Gebärdensprachdolmetscher vorhanden sind, weil sie eben oftmals noch an Barrieren stoßen und diese Barrieren möchte ich gern mit abbauen helfen. Welches Thema besprechen Sie am liebsten mit Ihren Studierenden? Ich möchte meine Studenten darüber informieren, dass die Gebärdensprache eine richtige Sprache ist, eine visuelle Sprache. Der Raum wird ausgenutzt, im Kopf entstehen Bilder. Das ist natürlich ein großer Unterschied zur Lautsprache. Die Gebärdensprache ist eine eigene Sprache mit eigener Grammatik und eigenem Aufbau. Und der Inhalt ist aber genauso zu transportieren wie in der Lautsprache. Die Studenten müssen deutschkompetent sein, das ist auch ganz wichtig. Und wenn die Gehörlosen gebärden, müssen sie saubere deutsche Sätze formulieren. Und auch umgedreht müssen sie so kompetent sein, dass sie saubere gebärdensprachliche Sätze bilden können. Es ist ganz wichtig auch, dass die Studenten ein sehr gutes Hintergrundwissen haben, zum Beispiel in den Bereichen Politik, Arbeitsleben, allgemein für den ganzen Alltag. Also es ist ganz wichtig, dass Hintergrundwissen da vorhanden ist. Ohne das ist das Dolmetschen nicht möglich und es wäre vielleicht dann im Endeffekt eine falsche Übersetzung. Klar, auch der medizinische Bereich fällt damit rein. Und es ist halt wichtig, dass eine sehr gute Dolmetsch- und Übersetzungsleistung erfolgt. Wenn die Studenten später ins Berufsleben gehen, können sie zum einen den selbstständigen Weg wählen oder aber sich in einer Firma anstellen lassen, wo dann verschiedene Dolmetscher zusammenarbeiten. Genau, das sind so die zwei Wege, die aktuell möglich sind. Warum sollte man Gebärdensprachdolmetschen studieren? Ja, also Gebärdensprache ist die schönste Sprache der Welt. Das zum Ersten. Die Mimik, die Gestik, die Bühne, die man dabei aufbaut. Zum Zweiten ist es für uns Hörbehinderte auch ganz wichtig, dass noch mehr Gebärdensprachdolmetscher ausgebildet werden und auch die entsprechenden Einsätze abgesichert werden, um die Barrieren abzubauen. Welchen Tipp möchten Sie Studieninteressierten noch mit auf den Weg geben? Ich möchte gerne den Studieninteressierten den Tipp geben, dass wenn sie sich für Gebärdensprache interessieren und da motiviert sind, mehr zu erfahren und auch
da ganz stark interessiert sind und auch die gehörlosen Kultur und die Deaf Studies verinnerlichen möchten und zusätzlich auch noch in der Schule gut in Deutsch waren und es jetzt gern vertiefen wollen, weil das eben auch eine Arbeitssprache ist. Wenn jetzt jemand sich für Deutsch nicht interessiert, würde es nämlich nicht passen. Und als viertes auch ein Interesse da ist für Hörbehinderte, um da Kontakte zu knüpfen. Ist jetzt egal, ob das jetzt Gehörlose, Schwerhörige oder CI-Träger sind. Wenn da einfach eine Motivation besteht, sich mit diesen Leuten auszutauschen, und so, dann seid ihr herzlich willkommen im Diplomstudiengang Gebärdensprachdolmetschen.